Die Reise geht nach Dänemark, wo die ersten Windparks auf See gebaut wurden. In Zukunft sollen Gigawatts vom Meer kommen. Im Nachbarland Schweden nutzt man Abfälle aus der Holzindustrie in Großkraftwerken, die ganze Städte versorgen. In Österreich macht man daraus Pellets für die Heizanlagen der Privathaushalte. Im Holz liegt das größte Potenzial der Biomasse, aus der man sogar Benzin und Diesel herstellen kann. In Deutschland macht die Solarwirtschaft inzwischen einen Milliardenumsatz. In Spanien sollen schon bald solare Großkraftwerke errichtet werden. Mit einer Technik, die sich schon seit 20 Jahren in Kalifornien bewährt. Island deckt fast seinen gesamten Energiebedarf mit Wasserkraft und Erdwärme. Heiße Quellen gibt es zwar nicht überall, dafür aber heiße Gesteinsschichten. In Frankreich hat man diese Energiequelle nun erfolgreich angezapft. Die erneuerbaren Potenziale sind jedenfalls vorhanden, um fossile und atomare Energien vollständig abzulösen. Rein rechnerisch würde 1% der Fläche der Sahara ausreichen, um den gesamten Energiehunger der Welt zu stillen. Zugrunde liegt die klare Erkenntnis, dass es zur Kraft der Sonne und zur Wärme der Erde keine Alternative gibt. Es wird nur eine Frage von wenigen Jahrzehnten sein, bis die neue Power voll durchschlägt.